Einen wunderschönen guten Morgen aus einer ganz seltenen Umgebung mittlerweile. Bin ja nicht mehr so oft hier. Das liegt daran, dass ich heute hier bin, weil Bernd ist am Haus. Die Maler sind am Werk seit 6 Uhr heute Morgen. Es ist jetzt 10.30 Uhr und die sind mit dem Obergeschoss schon fast fertig. Ich blende euch mal ein Bild ein. Den Unterschied an der Holzdecke, das war ja halt ein Raucherhaus, und die haben nur so eine Grundierung aufgetragen und wie weiß die schon ist im Gegensatz zu der Nikotindecke. Ich dachte ja, das ist schon die Farbe und Bernd hat mir dann halt gesagt, nein, das ist nur die Grundierung, da kommt später nochmal weiß drauf. Und ja, Wahnsinn, also die sind rucki zucki. Ich glaube, ich hätte für einen Raum nur zum Grundieren die Decke einen halben Tag gebraucht und die jagen da in 4,5 Stunden alles ab. Also unglaublich, ich bin echt sprachlos, wie schnell das geht. Ja, dann ist der Plan gleich, dass wir hier abgelöst werden. Und dann wollten wir in Möbelhäuser fahren. Das hat ja gestern leider nicht mehr geklappt, weil wir auf das Umzugsunternehmen gewartet haben, was uns dann versetzt hat. Somit wollten wir das heute mal machen. Wir wollten uns ja gerne Sofas oder Couchen anschauen und Probesitzen. Und ja, das machen wir heute. Wir fahren in verschiedene Möbelhäuser. IKEA hatten wir schon abgeklappert, aber das war so gar nicht für ein Sofa. Also hat uns nichts zugesagt und ein Bett wollten wir uns auch noch angucken, also einfach ein bisschen inspirieren lassen und natürlich nehme ich wie immer die Kamera mit. Ihr dürft uns begleiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das ist das Sofa, was jetzt in die engere Auswahl gekommen ist bei uns. Aber wir schauen noch weiter und es ist gar nicht so einfach zu filmen hier, denn es ist wieder alles voll Menschen. Nichts Neues. Ihr habt in dem letzten Video ganz viele Kommentare geschrieben, dass ihr den Bernd so toll findet. Ich finde mich auch toll. Er findet sich auch toll. Ich nehme mich jeden Abend in den Arm. Du nimmst dich jeden Abend in den Arm? Ja. Ja. So, jetzt gehen wir noch gucken. Wir brauchen so fürs Schlafzimmer, wollten wir so einen PVC-Boden uns angucken. Weil da ist der Teppich, der kommt raus. Das ist voll nicht so schön, vor allem weil es ein Raucherhaus war. Und was brauchen wir noch? Ach so, Calvino kriegt auch ein Sofa. Das zeige ich euch gleich. Ob es das wird, wissen wir noch nicht. Ja, wir stöbern noch ein bisschen. Ja, das hier hatten wir für Calvino ins Auge gefasst. Das hat doch auch eine Bettfunktion, oder? Ja. Sollen wir das einmal ausziehen, um uns das anzuschauen? Ach so, da musst du das Ganze vorziehen und dann umklappen. Hinten die Rückwand umklappen, glaube ich, oder? Ja. Ist das schön für die Teenager. Ist da auch ein Bettkasten da hinten drin? Ja, ja, aber haben wir Müll. Echt? Ach so, genau, hier drunter, ne, ist der Bettkasten. Ja, super. Ja, die sind ja auch noch nicht so schwer. Steht da auch drauf, wie viele Kilo? Couchtisch hat er ja schon. Bei einem Sofa stand nämlich nur 110 Kilo. Inklusive 3 Rücken und ein Zierkissen. So, Teppichabteilung. 180 Euro für alle Strecken kann man nicht sagen. Er telefoniert gerade mit seinen Eltern wegen der Lieferung. Habe ich auch gesagt, mit da hinten dann schleppen, hochschleppen, aufbauen. Ja, eben. Hier ist doch so ein Teppich für die Garderobe. Ja, gut. Aber Papa meint, das passt da durch. 2,90 Euro der Quadratmeter. Weil da, wo wir reinkommen, ist halt so eine Garderobe, so eine Einbaugarderobe. Nein. Und ich kenne das jetzt von unserer Garderobe, dass da. Ich muss einmal atmen.
dass da immer die Wand so dreckig wird. Und deswegen wollten wir so einen unempfindlichen Teppich da dran machen. Ich finde den sehr schön. Allerdings wissen wir nicht, wie wir den transportieren sollen, weil wenn der gerollt ist, dann guckt der 1,50 Meter hinten aus dem Auto raus. Und wenn wir die Couch liefern lassen, können wir das nicht mitliefern lassen, weil das eine andere Spedition ist. Und falten kann man den auch nicht, weil er kaputt gehen kann. Dann. Ja. Versuchen gerade ein System hier rauszufinden für die Abschlussleistung. Ich bewache die, ja. Und weil wir haben ja oben uns entschieden, das Laminat lassen wir. Wir wollten aber neue Fußleisten dran machen. Haben uns jetzt für die entschieden. Und da musste Bernd erstmal das System verstehen, weil das ist irgendwie ein anderes als er kennt. Und für den PVC-Boden haben wir uns gedacht, dass wir gleich uns hier einen Bulli mieten bei Poco. Da müssen wir gleich mal fragen, ob da einer frei ist und so, wenn wir mal einen Mitarbeiter finden. Gar nicht so einfach, es ist nämlich total voll hier. Und ja, mal schauen. Bernd holt jetzt einen Einkaufswagen, dass wir die letzten Fußleisten mitnehmen können. Die sind nämlich im Angebot und dementsprechend rar bestückt hier. Vorher 10 Euro gekostet und jetzt 3,49. Ist ja gute Luft dran. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, keine Fußleisten hier zu kaufen. Ja, weil sie nicht genug haben. Weil sie nicht genug haben, wahrscheinlich, und das so weit weg ist von uns zu Hause. Um dann mal eben gucken zu gehen, ob die welche haben, bekommen haben. Und zweitens wollte Bernd einen LKW mieten, hier so ein Bulli, haben die gesagt. Moment. Ja, da haben die halt gesagt, können sie ihm nicht garantieren, wenn das dann ein Bulli halt frei ist. Also er sollte das jetzt kaufen alles und dann kann er erst nachfragen, ob ein Bulli frei ist. Dann sagt er, dann habe ich das gekauft und dann komme ich hier nicht weg. Ich erzähle die Geschichte mit dem Bulli. Also, ja, jetzt gucken wir uns nochmal das Sofa an, weil das würden wir dann liefern lassen. So, Entscheidung ist gefallen. Hier, super Funktion, da kann man nämlich hier... So, das kann man nämlich hier zurück machen, die Rückenlehne, genauso wie das Kopfteil. So. Ja. Ja. So, ne? Und dann kann man die auch nach hinten machen. Genauso wie alle Lehnen kann man auch nach hinten machen. Und hier können wir noch das Bett ausziehen. Dann ist das eine große Schlaffunktion und hier ist noch ein Bettkasten drunter. Tada! So. Und die Farbe finden wir auch ganz okay. Sieht einigermaßen unempfindlich aus. So, wir waren jetzt 2,5 Stunden im Poco und haben zwei Sofas, also einmal für Calvino oben sein großes Zimmer und einmal für uns ausgesucht. Beide Sofas haben eine Bettfunktion und beide haben eine Schlaffunktion. Und dann haben wir da noch so Lampen gesehen, die waren so richtig schön, so mit, also LED-Lampen, so runde. Und da hat eine, also die schönste, die mir am besten gefallen hat, hat 99 Euro gekostet. Und dann haben wir da so einen Mitarbeiter gefragt und der hat dann gesagt, ja, brauchen Sie denn unbedingt eine Fernbedienung und mit Batterie betrieben? Und wir so, nee, weil wussten wir gar nicht, dass die so ist, die Lampe. Und dann hat er uns so um die Ecke geführt und da waren dann die Lampen, die man richtig halt an der Decke oder wo auch immer, wo Kabel sind, installieren kann. Und die haben dann nicht mal die Hälfte gekostet und in verschiedenen Größen. Dann sind wir so ein bisschen eskaliert. Also wir haben jetzt
Wir haben halt im Flur, wo das Treppenhaus ist, muss eine an die Wand. Da haben wir so eine ganz große, runde Lampe geholt. Und wenn die an ist, dann sieht das aus, als ob die glitzert. So richtig schön. Und wenn man halt, umso öfter man auf den Knopf drückt, um die Lampe anzumachen, dann wechselt das nicht die Farbe, sondern entweder warmweiß, kaltweiß oder Tageslicht. Diese Lampe haben wir dann auch in kleiner geholt für vorm Gäste-WC und für den Flur oben. Ja, also mehrere Lampen. Einmal noch fürs Schlafzimmer, dann wollten wir noch fürs Büro holen. Dann haben wir gesagt, jetzt warten wir erstmal. Wir holen die erstmal jetzt und gucken, wie die wirken. Und dann können wir immer noch welche holen. Irgendwie schmeckt das Wasser, als ob da was drin ist. So Medizin oder so. Ekelig. Ja. Jetzt müssen wir nur noch gucken mit den Sofas, wie wir die abholen. Weil das mit den hier, mit den Bullis, die man hier mieten kann, oder LKWs oder wie auch immer, Transporter, klappt gar nicht. Liefern lassen können wir die für 180 Euro. Allerdings sagen die dann so, ja, die bringen die auch rein. Aber wir müssen gewährleisten, dass die auch durch die Tür passen. Und wenn das nicht so einfach durchgeht, dann stellen die die unten ab und sagen, ja, seht selber zu, so Bordsteinkante. Und dann haben wir gesagt, das ist ja voll ärgerlich. Ich bin voll hell, ne? Da haben wir gesagt, das wäre ja voll ärgerlich, wenn wir jetzt 200 Euro bezahlen und dann sagen die so, nee, wir bringen euch das nicht bis nach oben. Also müssen wir jetzt gucken, wir haben die jetzt angezahlt. Oder Bernd ist noch dabei, der steht noch in der Schlange. Und wir können die innerhalb der nächsten 4 Wochen abholen, weil es muss ja erst noch unten tapeziert und gestrichen werden. Also die Decken und die Wände. Da sehe ich den Bernd, der kommt jetzt. Die Lampeneskalation. Hallo. Ach so, okay. Was, wie viel 1000 Euro? 15 Millionen. Ach so, und diese Lampe, die haben wir geholt für einen Esstisch, also so da drüber. Fand ich so schön. Eine Pendelleuchte. So, ich bringe den Wagen weg. Ja, was macht das Tier? Lebt es noch? Das Tier lebt. Wir sind noch in T-Dox gefahren. Und haben uns jetzt hier im PVC ausgesucht fürs Schlafzimmer. Das zeige ich euch gleich. Und jetzt suche ich passende Fußleisten dafür. Dann haben wir Fußleisten für die Schlafzimmer, also fürs Büro und für den Flur ausgesucht mit den Ecken und so. Und wir haben beide keine Lust mehr. Aber wir sind ganz, ganz tapfer. Der Bernd kommt auch gleich. Das ist so ein grauer Boden. Und ich nehme jetzt eine Fußleiste mit und halte die da dran. Habe ich mir überlegt. Dann sehe ich das doch am besten. Ah, wie geht das? So. Da kommt der Bernd. Wir haben einen sehr netten Verkäufer gefunden, deswegen haben wir jetzt auch so viel hier noch gefunden. Er hat uns super beraten. Wir können nämlich den PVC-Boden bei uns im Auto mitnehmen. Der gibt uns eine Fahne, alles wird gleich lustig. So, die testen wir jetzt. Ja, I go. Was sagt der Experte oder Experte? Soll ich dir helfen? Nein, ich bin fest. passt die? Optisch? Nein. Nein? Nein. Okay. Nein. Nein. Okay. Lieber weiß, heller, dunkler, ohne Holz, mit Holz. Ist aber so, wir haben ja auch viele Kunststoffleisten.
Kunststoffleisten. Findest du besser? Genau, echt? Ja. Der Experte sagt, er würde Kunststoff nehmen. Ich so, ja, aber Kunststoff sieht doch so doof aus, ne? So billig. Da hat er gesagt, ja, aber da ist ein Kabelkanal drin. Den kannst du aufmachen und wieder zumachen. Wir müssen mal gucken, welche der meint. Haben wir aber. Haben die hier. Vorne ist Kunststoff. Und die sind viel günstiger. Ich sag, würdest du den Laminat auch nicht nehmen? Ne, sagt er. Würde er auch nicht in Holz nehmen. Würde er alles in Kunststoff nehmen. Die kosten auch nur ein Sechstel vorne. Dann hast du direkt den Kabelkanal in der Fußleiste. Vom Lars. Vom Lars. Dann brauchen wir wieder unser... Kostet auch 5 Euro. Echt? Ja, sorry, ich dachte, die sind günstiger, aber ist ja egal. Wie werden die festgemacht? Müssen wir den Mitarbeiter nochmal fragen, den fachlichen. So, jetzt ist die Frage, welche Fußleisten? Schwierig. Die sind halt praktischer wegen dem Kabelkanal, aber schöner finde ich diese hier. Ja, weiß ich auch nicht. Ja? Wir teilen uns jetzt den Platz, ne? Anders passt der Teppich nicht hier rein. Achtung. Aua, bitte? Vielleicht erst umklappen sollen. Ja, das wird's. Die Brocken stehen alle draußen noch. Welche Brocken stehen draußen? Alles. Genau, wir haben auch einen schönen Glitzerteppich gefunden für die Garderobe. So, und jetzt Schlüssel. Ja, passt überhaupt, dass du die Treppe nicht hoch oder runter zu legen. Ja, ich mach das allein. Bisschen Angst hier, das ist ja nicht so schwer. Ja, was? Wir sind 10 Minuten am Haus wieder. Ja, ist egal. Aber danke fürs Angebot, nein. Also, es hat geklappt, dass wir diesen Teppich, PVC-Boden, hier im Auto transportieren. Und Bernd und ich haben den auch alleine ins Haus gehievt. Das hat auch geklappt. Aber wir freuen uns jetzt, wenn wir gleich zu Hause sind. Und Bernd hat gesagt, morgen verbietet er mir irgendwas zu tun. Einfach hinlegen und nichts machen. Keine Wäsche, kein gar nichts. Und er auch. Morgen ist Chilling of the Milling bis nachmittags. Und nachmittags gehen wir zum Haus, machen ein bisschen was, aber auch nur für 3 Stunden oder so. Morgen kommt auch nochmal ein Umzugsunternehmen. Ja. Oh Leute, das war ein Tag, ey. Wir sind ja 5 Uhr aufgestanden, weil die Streicher da gekommen sind, die Maler. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ich zeige euch das morgen, wie schön weiß das oben alles ist. Wahnsinn. Und wie schnell, ey. In 4,5 Stunden haben die da alles gerödelt. Das sieht so super aus. Ja, morgen zeige ich euch das nachmittags. Ich fange auch erst nachmittags an zu vloggen. Ja, so machen wir das. Und jetzt, ach so, wie spät haben wir denn jetzt? Ja, es ist 19 Uhr. Wir sind den ganzen Tag jetzt auf die Beine gewesen. Jetzt ist Feierabend. Jetzt machen wir uns gleich noch Döner selber, gehen noch eine Runde mit dem Hund und dann ab aufs Sofa und Chili-Milli. Ich danke euch fürs Zuschauen bei unserem Umzugs-Renovierungs-Möbelkauf-Vlog. Zum nächsten Mal. Tschüss!